Hallo und herzlich willkommen zu uns Let's Play Swill Laser. Ich hatte vergessen, mir die neue Waffe zu equipieren. Das fängt ja schon mal toll an. Eine gefährliche Passage, aber auch direkt ein Level up. Ist ja ganz gut. Wieder ein Rotmagier. Ich wollte auch direkt schon mal anmerken, ich hoffe, dass ich in diesem Part nicht wieder zu schweigsam werde. Aus dem Grund, weil wir nicht so arg viel Neues kennenlernen werden. Also bezüglich der Gegner nur einen einzigen. Eine seltsame Flasche. Brauche ich zwar nicht, aber was soll's. In dieser Truhe befindet sich der neue Zauber, die Rotation. Zauber zu benutzen, muss man die Y-Taste gedrückt halten. Dann bewegt sich diese Kugel schneller und erzeugt ununterbrochen kleine, Energiekugeln, die dem Gegner Schaden zufügen. Diese Gegner lassen immer 4 Eiszapfen um mich herum erscheinen. Ja, ihr habt jetzt eben nur 2 gesehen, also weil nicht genügend Platz war. Ach, wo bleibst du denn? Einige Wasserfälle müssen wir entfernen. Den zum Beispiel. Aus dem Grund, weil er mir den Weg versperrt. Aha, die bemerken mich gar nicht. Nome die Schnecke. In dieser Welt ist es anders. Wir müssen uns von ihr den silbernen Stein abholen. Sonst ist es ja immer die Person, die wir befreien, wenn wir den Boss besiegt haben. Das lässt sich leider nicht vermeiden, dass wir hier genervt werden. Wow, nur ein einziger Bioschleim in dieser Höhle. Das blöde Vieh hat seinen letzten Eiszapfen erzeugt. Das ist der Weg nach Lune. Hier haben wir auch alle.
alles erledigt. Bald kommt auch der Boss. Erstmal abwarten. Hätte ich eigentlich auch vorspulen können. Ein schlafender Pilz. Der ist übrigens auch wichtig. Wir müssen in seinen Raum eindringen und einen Weg freimachen, um in diesem Raum alle Monsterhöhlen entfernen zu können. Der obere Weg führt zum Boss, aber solange ich noch nicht alle Monsterhöhlen entfernt habe, gehe ich natürlich nicht zu ihm. Das ist natürlich praktisch, wenn sie ineinander auftauchen. Von oben sollte man diese Schleims auf keinen Fall angreifen. Wo hopst der denn hin? Da ist er am Ende doch mutig geworden. Jetzt werde ich wieder schweigsam. Oh? Der Bioschleim ist leider zu feige, deswegen muss ich erstmal die Magier killen. Sich wieder in der Ecke. Wo gehen wir zuerst hin? Ich würde sagen, erstmal nach unten.
Oh oh, wieder drei Rotmagier. Ha, aber zwei haben mich mal wieder nicht bemerkt. Die müssten wohl blind sein. Diese Fledermäuse haben aber Augen, also sie sehen nicht mit Ultraschall. Wen befreien wir diesmal? Nochmal eine Großmutter. Ist der alte Knacker da etwa doppelt verheiratet? Das wäre ja irgendwie seltsam. Mich diese Viecher überhaupt jemals erwischt? Ich weiß es wirklich nicht. Sie sind ja auch nicht gefährlich, nur halt ein bisschen lästig. Ja, es gibt aber noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Hatte ja eben bereits darauf hingewiesen. Na, was träumst du denn Schönes? Ah. Ich verlaufe mich schon nicht. So, nun können wir auch die letzte Monsterhöhle aus diesem Raum erreichen. Nicht nur das, wir können auch ein sehr wertvolles Item finden. Obwohl, alleine nützt uns das gar nichts, aber ihr werdet noch sehen, was ich meine. So, den können wir jetzt auch killen. Emblem F des Meisters. Wenn man 8 Stück davon findet, dann bekommt man die magische Glocke, mit der man Magie benutzen kann, ohne seine Juwelen aufzubrauchen. Soweit ich weiß, ist es aber das erste, was ich gefunden habe. Ist aber ganz schön mies versteckt, oder? Soweit ich weiß, habe ich das auch nicht ohne Hilfe des Internets gefunden. So. Diese Schnecke hat auch eines der 8 Embleme. Die werde ich nach dem Bosskampf aufsuchen. Ich werde auch jetzt gleich einen Schnitt machen. Den Boss machen wir dann im nächsten Part. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.